Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Modell-Review. Heute mal geht es um ein Modell, was es so nirgendwo in irgendeinem Modellbauladen zu kaufen gibt. Das ist ein Exklusivmodell von Herpa. So viel sei gesagt, ihr bekommt dieses Modell aber wirklich nirgendwo bei keinem Modellhändler, sondern ihr müsst nach Bochum kommen. Und dort bei Bochum Marketing in der Bochumer Innenstadt euch dieses Modell kaufen. Es handelt sich bei dem Modell dieses Modell, das ist von der Spedition Wiechers, 700 Jahre Bochum. Das Modell ist limitiert, wie gesagt, Herpa Exklusivserie, deswegen silberner Karton auch. Das Modell ist limitiert auf 700 Stück eben. Ne? Also ganz schnell ran. Wie gesagt, gibt es bei keinem einzigen Modellhändler bei euch in der Nähe, sondern wirklich nur ja bei uns in Bochum, nirgendwo anders. Oder ihr guckt mal, vielleicht gibt es da auch einen Online-Shop, weiß ich nicht genau. Wie gesagt, 700 Stück, auf 700 Stück ist das Modell limitiert. Ich habe hier die Nummer 279. Ne? Wie gesagt, das ist ein Exklusivmodell, sehr, sehr schön. Ich habe den LKW schon in echt gesehen, auch. Ne? Und wie gesagt, mit dem 700-Jahre-Aufdruck der Stadt Bochum. Ja, ich packe dieses Modell einmal kurz aus, kommt aber wieder in die Originalverpackung, denn dieses Modell bleibt in der Originalverpackung, wird also nicht auf dem Bauhof stehen, beziehungsweise für die Fotos werde ich das wohl, glaube ich, mal auf dem Bauhof stellen. Im Nachhinein, und dann kommt es in die Vitrine wieder. Ja, wie gesagt, es ist auch hinten keine Bedruckung drauf, ne? Beziehungsweise hier unten stehen so ein paar Sachen, ne? Ein paar informative. Es ist ein Mercedes-Lizenzprodukt, kann man dort sehen an den Aufkleber, ist bei jedem Mercedes-Benz von Herpa drauf. Und wie gesagt, die Nummer. Wenn ihr dieses Modell kauft, ich habe die Nummer 279 in dem Fall, ne? 700 Stück gibt es davon. Ne? Ich weiß nicht, ob man es ob man dieses Modell tatsächlich auch online bestellen kann, das weiß ich nicht. Ich denke mal nur, das kann man bei Bochum Marketing sich kaufen dann. Ja, wie gesagt, das Modell kostet verhältnismäßig günstig, 25 Euro kostet das Modell, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Also normalerweise kosten so Exklusivmodelle, wenn sie limitiert sind, ne, kosten die schon 80, 90 Euro. Hier, das Modell kostet 25 Euro. Ne? Auch verhältnismäßig günstig, wie gesagt. Ne? Ja, wie gesagt, ich mache hier jetzt nochmal einen kleinen Cut und packe das Modell aus, dann stellen wir es hier mal auf den Betriebshof und dann können wir es uns genau angucken. Bleibt einfach mal dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da kann man das Modell sehen, Spedition Wiechers. Ne? Fangen wir mal an, Bochum, ich hänge an dir, ganz klar, Herbert Grönemeyer. Und dann sieht man darauf viele, viele bekannte Gebäude aus Bochum, ne? Fangen wir aber mal vorne an. Ganz klar das Ruhrstadion. Daneben zu sehen, dass der Bochumer Hauptbahnhof, das Bochumer Rathaus, das Kuhhirtendenkmal. Daneben ist das Musikforum mit der ehemaligen Marienkirche. Ja, dieses komische eiförmige Gebäude neben dem Förderturm, das ist das Zeiss Planetarium hier in Bochum. Dann der Förderturm des Bergbaumuseums. Im Übrigen kommt dieser Förderturm nicht von einer Bochumer Zeche, sondern von einer Dortmunder Zeche, nämlich von der Zeche Germania in Dortmund. Hatte auch ursprünglich keine zwei Seilscheiben, sondern vier, weil eben Vierseilförderung war. Ne? Daneben ist das Audio Maximum der Ruhr-Uni zu sehen und das Europa- bzw. das Accenter-Hochhaus.
Besonderheit beim Excenta-Hochhaus, das Unterteil ist ein ehemaliger Hochbunker. Daneben die Kirche, das dürfte in Wattenscheid die Kirche sein, wenn mich nicht alles täuscht. In der Fußgängerzone die evangelische Kirche, dann das Schauspielhaus und daneben die Jahrhunderthalle. Ja, und darüber seht ihr das Stadtemblem. Ne? Und dann eben 700 Jahre Bochum. Ja, auf der anderen Seite schaut das Modell eben genau gleich aus. Ne? Hinten steht dann 700 Jahre Bochum. Ne? Das Ganze ist ein Schmitz-Auflieger, wie man sehen kann. Ne? Und dann sind da noch kleine, feine Details zu erkennen. Ne? Ja, aber ansonsten ein sehr schönes Modell. Eben, wie gesagt, das bekommt ihr nicht bei Modellhändlern, sondern tatsächlich, wie gesagt, nur hier in Bochum so zu kaufen. Ne? Ja, alles in allem ein sehr schönes Modell. Ne? Zu einem recht guten Kurs, wie immer. Ja, ja Freunde, das Modell, wie gesagt, habt ihr jetzt gesehen. Es ist exklusiv halt nur bei Bochum Marketing oder Bochum Touristik erhältlich in der Bochumer Innenstadt. Ne? Das ist in der Huhstraße in der Innenstadt. Ne? Da bekommt ihr dieses Modell exklusiv, wenn ihr es euch holen wollt. 25 Euro kostet das Modell. Darin ist auch eine kleine Spende inklusive. Ne? Eine Spende an die Aktion Lichtblicke. Ne? Deswegen tut man da auch was Gutes. Ne? Ja. Und wie gesagt, das Modell ist einfach ein Hingucker. Ne? Wie gesagt, bekommt ihr nirgendwo in keinem Modellbauladen. Ne? Da müsst ihr schon hier nach Bochum kommen. Ich habe mal eben im Internet geguckt, Online-Shop gibt es da auch nicht. Naja, also ihr müsst tatsächlich nach Bochum kommen, wenn ihr dieses Modell haben wollt. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Im Anschluss ein paar Detailaufnahmen noch von diesem Modell. Die Spedition Wiechers kommt auch aus Bochum. Ne? Deswegen, jo. Und wie gesagt, im Anschluss ein paar Bilder von dem Modell und wir sehen uns dann in einem nächsten Review wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut und bis dahin. Ne? Salut!